So, Freunde, was geht bei Battlefield 1? Seit gestern sind die letzten zwei Karten aus dem Russland-DLC auch endlich bekannt. Die ersten vier kennen wir ja schon. Lubkov, Brusilov, Albion und Galizia. Wobei Galizia wir jetzt noch nicht direkt spielen konnten. Aber das Ding, die Karte, der Name, ein paar Bilder sind dazu ja auch schon bekannt. Und wie gesagt, seit gestern wurden auch die zwei letzten Karten aus dem Russland-DLC, es sind ja insgesamt sechs, ein bisschen mehr oder weniger vorgestellt. Zu der einen Karte, Wolga bzw. der Wolga-Fluss, gibt es zwei neue Bilder. Viel erkennen, viel rauslesen kann man da jetzt noch nicht. Es ist definitiv eine weitere Schneemap. Zu der letzten und sechsten Karte aus dem Russland-DLC, da haben wir jetzt schon ein bisschen mehr gesehen. Das Ganze heißt Zarizin oder Zarizyn. Und dazu haben wir sogar Gameplay. Die wurde nämlich gestern im EA-Livestream vorgestellt. Da man bei diesem absolut guten Kamerawechsel und diesen unglaublichen Cinematic-Fahrten super viel erkennen kann, zeige ich euch die Karte erstmal von oben, dass ihr wenigstens ein Bild habt, wie sie ungefähr aufgebaut ist. So sieht das Ganze aus. Es ist eine Drei-Flaggen-Karte. Für jedes Team geht sozusagen in einem kleinen Amiens-artigen Abschnitt los. Da ist auch jeweils die erste Flagge, die sollte jedes Team eigentlich so gut wie immer safe halten. Und in der Mitte ist dann eine große Kathedrale. Und da ist die B-Flagge. Es geht also von einem kleinen Stadtabschnitt in ein rundes, offenes Schneegebiet mit ein bisschen Deckung. Ein paar kaputte Fahrzeuge, Bäume, Steine und so weiter stehen da rum. Und in der Mitte ist eine große Kathedrale. Da ist die B-Flagge drin. Da muss man sich dann also reinkämpfen. Die hat auch mehrere Stockwerke mit vielen, vielen Fenstern. Das heißt, wenn ein Team seine Home-Flagge hat und die mittlere B-Flagge hat und das andere Team dann da draußen auf dem offenen Schneegebiet beziehungsweise in der Stadt steht. Und naja, ich glaube, es ist nicht so einfach, da denn hinzukommen, weil die ganzen Sniper da oben drin, alle, die da rausgucken mit Deckung und man muss über diese offene Fläche, das kann echt zu einem interessanten, vielleicht sogar einseitigen, ich weiß es noch nicht, Kampf führen. Dazu hat hier jedes Team noch einen Panzer und ein Pferd. Vielleicht sogar zwei Pferde, aber ich denke mal, es bleibt bei einem Pferd. Ob es hier ein Behemoth gibt, das weiß ich nicht genau. Ich glaube nicht, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, obwohl man da oben sieht, da ist Wasser und da steht auch ein dickes Schiff drin. Kann sein, dass es hier ein Dreadnought geben wird und das Team, was dann halt am Verlieren ist, bekommt das große Kriegsschiff und das kann dann da rein böllern, aber ich glaube, das ist eher sehr, sehr unwahrscheinlich, weil die Dinger gibt es eigentlich nur auf Karten, wo auch die Teams Boote haben und auch Flugzeuge unterwegs sind, weil das Teil hat ja auch Anti-Air-Kanonen. Ich denke, die Karte bleibt ohne Special-Fahrzeug. Ansonsten wurden auch noch die zwei letzten neuen Waffen aus dem Russland-DLC gesichtet. Einmal das Pirino. Das ist das zweite neue LMG für die Versorgerklasse. Es wurde daher auch gerätselt, ob das eventuell eine neue Elite-Klasse ist, weil die Waffe bis jetzt noch nicht drin ist. Eine neue Elite-Klasse mit dem Pirino. Aber das ist nicht so. Das ist eine ganz normale Waffe für die Versorgerklasse. Und dann die Obretz. Das ist eine Zweitwaffe, die man auch mit dem Versorgungssoldat mitnehmen kann. Ich habe sie zumindest jetzt nur bei Versorgern gesehen. Kann sein, dass es auch eine klassenübergreifende Zweitwaffe ist, aber ich denke nicht, weil ich habe sie zweimal gesehen im Gameplay und beide Male hatte sie ein Versorger dabei. Die Pirino kann man echt schwer einschätzen, was jetzt so die Statistiken angeht. Man kann sowieso erstmal nur die Feuerrate wirklich einschätzen und die ist, ich sag mal, das ist so ein Mittelding. Es ist jetzt definitiv nicht so schnell wie das MG14, aber es ist jetzt, glaube ich, auch nicht so langsam wie beispielsweise die Bene Merci oder ähnliches. Beim Obretz ist es anders, bei der Obretz-Pistole. Da haben wir nämlich kurz ein Bild von den Statistiken gesehen. Ihr wisst, Ingame-Statistiken, die stimmen meistens nicht wirklich, aber ich denke, man kann das hier so ungefähr genau sehen, beziehungsweise ich hoffe einfach mal, dass die ungefähr stimmen. 5er Magazin, ich denke, das ist korrekt. Und eine Feuerrate von 200, das wird also eine Art, ja, man kann das Ding ganz gut mit den Revolvern vergleichen. Das sind die neuen Infos. Jetzt seid ihr definitiv auf dem neuesten Stand. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf die neue Map. Könnt ihr mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Gefallen euch solche, ich sag mal eher infanteriebasierten Maps, jetzt wenig Flaggen, drei Stück. Klar, ein Panzer in jedem Team, aber es ist doch denn größtenteils Infanterie mit der Kirche in der Mitte. Ist das was für euch? Schreibt's rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, freue ich mich selber. Einen Daumen nach oben. Ballert den Like-Button, Freunde. Vielen Dank für den heftigen Support. Dickes Danke geht raus an euch. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Haut rein und tschüss.